Heute check ich mal aus, wie gut Dick Johnsons Ghost Clay ist. Starten wir jetzt erst mit der Verpackung. Wir haben hier einen braunen, goldenen PETG-Tiegel mit einer Aluminiumkappe oben drauf, mit einem Aluminiumverschluss in Gold. Ich muss sagen, ist jetzt vom Stil her nicht unbedingt meins, wie es aufgemacht ist, aber wir haben hier eine grundsolide Verpackung. Kommen wir zum Geruch. Wir haben einen super interessanten Geruch hier. Wer schon mal eine Shisha-Traube-Minze geraucht hat, der weiß, wie das riecht, und genau so tatsächlich riecht auch dieses Produkt hier. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 75% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 25% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Es wird mit einem super schnellen Matt-Effekt geworben und das Produkt soll einen flexiblen Halt haben und den süßen Duft, den habe ich euch gerade schon bestätigt. Meine Vorherfrisur vor dem Styling sieht aktuell wie folgt aus. Machen wir weiter mit dem Produkt, und zwar mit der Konsistenz. Wir haben hier eine relativ cremige Konsistenz, aber dennoch leicht klebrig und dennoch irgendwie ein bisschen fest. Cremig und fest schließt sich eigentlich zwar ein bisschen miteinander aus, aber Leute, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es tatsächlich genau so ist. Kommen wir zum Auftragen. Das Produkt ließ sich nicht so optimal in die Hände verteilen, muss ich ehrlich gestehen. Also nach einem gewissen Aufwärmen konnte man das Produkt schon etwas verteilen, aber man hatte irgendwie noch überall so ein bisschen Rückstände in den Händen. Dann musste man das Produkt wirklich nochmal ordentlich aufheizen und ordentlich verreiben, und auch dann hatte ich das Gefühl, dass man das Produkt nicht wirklich rückstandslos in den Händen verteilen kann. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare erstmal ein wenig angefeuchtet und dann mit einer Föhnbürste ein wenig in Richtung geföhnt. Und dann habe ich das Produkt, das Ghost Clay von Dick Johnson, in meine Haare eingearbeitet. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass ich das nicht so easy in die Haare einarbeiten konnte. Und aus dem Grund habe ich dann einfach nochmal einen groben Kamm damit zugenommen, um das Produkt auch wirklich überall in die Haare zu verteilen. Und später habe ich dann noch einen Feinkamm dazu genommen, um das Feintuning zu machen. Meine Nachherfrisur nach dem Styling sah dann wie folgt aus. Kommen zum Halt. Es wird mit einem flexiblen, dennoch guten Halt geworben, und den bekommt ihr auch an dieser Stelle. Ihr könnt, wenn ihr wollt, an dieser Stelle auch Haarspray noch benutzen, ist aber definitiv kein Muss, denn der Halt ist auf jeden Fall auch solide. Kommen wir zum Finish. Es ist die Rede von einem super matte Effekt. Ja, den bekommt ihr auch, aber ich habe eben schon erwähnt, dass sich das Produkt nicht hervorragend verteilen lässt. Deshalb muss man an dieser Stelle aufpassen, dass man beim Finish keine kleinen Produktreste in den Haaren drin hat. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Also zum Auswaschen empfehle ich euch auf jeden Fall Shampoo zu benutzen, um das Produkt wirklich rückstandslos aus den Haaren herauszuwaschen. Und kommen wir zum Preis. Ihr bekommt 100 ml von Dick Johnsons Ghost Clay für 24,90 €. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ja, das Produkt ist auf jeden Fall eine Option wert. Gerade für die Leute, die sehr dickes Haar haben und die einfach Probleme haben mit widerspenstigem Haar und die keine Lust haben, noch ein extra Produkt zu verwenden, wie zum Beispiel ein Haarspray. Und die natürlich auch Shisha Traube Minze mögen. Denn der Geruch ist tatsächlich sehr speziell. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das Ghost Clay von Dick Johnson erhält all in all 35,5 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.